Wir sind mitten im Bundestagswahlkampf. Guten Abend zur Phoenix-Runde. Im September wird in Deutschland gewählt. Und nun sind die Politiker auf Stimmenfang. Auf eine Gruppe haben es die Parteien besonders abgesehen, Familien. Ein großes Thema ist das Ehegattensplitting. Es soll reformiert werden, doch wie? Wer profitiert am Ende und was heißt das eigentlich Familie? Ehe, Lebensgemeinschaft, homosexuelle Lebensgemeinschaft? Wahlkampfthema Familiensplitting. Kommt es zur Reform? Darüber diskutiere ich jetzt mit meinen Gästen. Diana Golze von der Partei Die Linke. Sie sagt, das Ehegattensplitting ist ein alter Zopf. Moderne Familienpolitik unterstütze Menschen, die für andere Verantwortung übernehmen. Das sollte auch steuerlich gefördert werden. Joachim Lang, Steuerrechtler an der Universität Köln. Er meint, das Modell des Familiensplittings bildet die steuerliche Leistungsfähigkeit der Familie ab, indem das erwirtschaftete Einkommen auf die Familienangehörigen verteilt wird. Dies sei keine Steuervergünstigung, sondern eine Regelung des Transfers von Einkommen innerhalb einer intakten ehelichen Gemeinschaft. Dorothea Siems, Journalistin bei der Tageszeitung Die Welt. Das Ehegattensplitting ist keine überholte Förderung traditioneller Ehen, sondern nur die steuerliche Anerkennung der Tatsache, dass die Ehe auch eine Wirtschaftsgemeinschaft ist. Ein Abschmelzen des Splitting-Vorteils soll Mütter in die Vollzeiterwerbstätigkeit zwingen und bedeutet deshalb einen massiven Eingriff in die Wahlfreiheit von Eheleuten. Und Olaf Gutting, CDU-Politiker. Er sagt, das Ehegattensplitting kann nicht einfach abgeschafft werden. Ein Ausbau des Ehegattensplittings zu einem echten Familiensplitting ist derzeit finanziell nicht machbar. Und es käme auch bei vielen ärmeren Familien überhaupt gar nicht an. Herr Gutting, obwohl Ihre Partei, die CDU, sich durchaus vorstellen kann, ein Familiensplitting einzuführen, sind Sie dagegen? Warum sollte das Ehegattensplitting so in dieser Form erhalten werden? Wir haben ja im Moment, was Familienförderung anbelangt, das Konzept, dass wir das Ehegattensplitting haben, das keine Familienförderung per se darstellt, und das ergänzen durch den Familienleistungsausgleich, also Kinderfreibetrag und Kindergeld. Mhm. Und diese Kombination zusammen, finde ich, ist zurzeit ein vernünftiges System, an dem man sicherlich noch die eine oder andere Stellschraube verbessern könnte. Weitere Erhöhung des Kinderfreibetrages ist ein Punkt. Aber ein Systemwechsel hin zu einem Familiensplitting kann ich im Moment nicht befürworten. Herr Lang, das Ehegattensplitting gibt es schon relativ lange, schon einige Jahrzehnte. Ist es nicht mittlerweile überholt? Ja, es stammt aus den USA in den 50er Jahren und ist dann in Deutschland übernommen worden. Und es ist auch verfassungsgerichtlich abgesichert. Also 1982 hat das Bundesverfassungsgericht ganz klar entschieden, dass das Ehegattensplitting keine Steuervergünstigung ist, sondern den Einkommenstransfer zwischen den Eheleuten in einer intakten Gemeinschaft. Es geht also hier, im Grunde genommen ist das Ehegattensplitting ein Rechtfertigungsgrund, dass es sich hier eben um eine intakte Ehe handelt. Also intakt heißt in dem Fall, die beiden Eheleute wohnen tatsächlich zusammen, sind nicht geschieden, nicht getrennt, wohnen tatsächlich zusammen, und das meinen Sie mit intakt, rein rechtlich gesehen. Genau, und das ergibt sich schon aus dem Merkmal der Zusammenveranlagung. Mhm. Sodass also verfahrensrechtlich diese Annahme des Gesetzgebers bestätigt wird. Natürlich ist klar, es gibt natürlich unglückliche Ehen, die trotzdem das Ehegattensplitting für sich in Anspruch nehmen. Aber im Steuerrecht kann man eben nicht in alle Intimitäten hineinleuchten, sondern man muss dann eben gewisse Dinge in Kauf nehmen. Wobei man eben klar sagen muss, wenn sozusagen hier etwas vorgetäuscht wird, dann hat man natürlich das Problem der Steuerhinterziehung. Also das Ehepaar eigentlich gar nicht mehr zusammenlebt, sondern eigentlich getrennt ist. Frau Siems, es gibt ja nur wirklich verschiedene Formen des Zusammenlebens. Also jetzt gerade haben wir gesagt, intakt. Was bedeutet intakt? Es gibt Lebensgemeinschaften, wo eben nicht die Heirat sozusagen war, man nicht verheiratet ist. Ist das Ehegattensplitting denn da überhaupt noch gerecht? Denn die anderen können da nicht von profitieren, obwohl sie zusammenleben in derselben Form. Also nun steht ja zumindest heterosexuellen Paaren der Gang zum Standesamt offen. Also das ist aus meinem Empfinden auch deshalb nicht der Grund zu sagen, wer nicht verheiratet ist, profitiert nicht. Also es ist ähnlich, deswegen würde ich Herrn Professor Lang zustimmen, die Ehe wird als Wirtschaftsgemeinschaft gesehen, also da wird zusammengewirtschaftet. Und es hat dann auch nicht zu interessieren, wer von den beiden Teilen wie viel zu dem Erwerbseinkommen beigetragen hat. Und in nicht-eheliche Lebensgemeinschaften haben auch nicht die gleichen Pflichten. Mhm. Also wenn ich als Ehepartner verheiratet bin mit jemandem, der beispielsweise pflegebedürftig wird oder anderweitig auf Hilfe angewiesen ist,
bin zuerst mal ich dann verpflichtet, die Unterstützung zu gewähren. Das ist dann auch nicht freiwillig, sondern das ist sozusagen auch per Gesetz so vorgesehen. Das ist die andere Seite. Es gibt also nicht nur diesen Vorteil, sondern es gibt auch Pflichten. Und Nicht-Verheiratete haben diese Pflichten halt nicht. Ich meine nur, dass wir gleichgeschlechtlichen Paaren diesen Weg halt auch freigemacht haben, indem man das als Lebensgemeinschaft anerkannt hat, staatlich. Diese Entscheidung ist vor Jahren gefällt worden, dass es das bei uns gibt. Und steuerlich ist da bislang keine Gleichbehandlung und ich halte die für geboten. Über gleichgeschlechtliche Partnerschaften genau, wollen wir auch noch sprechen. Ich wollte nur sagen, wir gestehen ja auch Unternehmen zu, wenn sie fusionieren, dass wir sagen, okay, das ist jetzt eine Einheit. Und wenn Unternehmen nur so zusammenarbeiten, beispielsweise Zulieferer und ein Autokonzern, dann können die nicht sagen, wir wollen aber als eine Steuereinheit fungieren, sondern da ist wirklich dieser langfristige Vertrag, und das ist die Ehe eben, die Grundlage. Und deswegen meine ich auch zu Recht, und die Unterscheidung, ist die Ehe glücklich oder nicht, ich finde, die kann der Fiskus und das wird Finanzamt tatsächlich schwierig, das so zu kontrollieren. Frau Golze, Sie und Ihre Partei sagen ja, das ganze Splitting lassen wir mal weg. Familien sollen grundsätzlich gefördert werden, aber wäre das nicht eine Art Familiensplitting? Uns kommt es einfach nicht darauf an, ob es einen Trauschein gibt oder nicht. Und wir wollen alle Modelle von Zusammenleben von Menschen und von Verantwortungsübernahme für andere Menschen fördern und unterstützen, auch finanziell. Und da haben wir uns umgeschaut und haben eben gesehen, dass das Ehegattensplitting in seiner derzeitigen Form eine finanzielle Möglichkeit wäre, da das gegen zu finanzieren, wenn man es anders organisiert. Das Problem beim Ehegattensplitting ist doch, dass der Steuervorteil dort am höchsten ist, wo ein Partner sehr viel und der andere Partner sehr wenig oder gar nichts verdient. Diese Ehepaare haben den größten Steuervorteil vom Ehegattensplitting. Und ich finde, diese Einverdiener-Ehe ist ein Familienmodell, was sich in unserem Land überlebt hat. Meistens eben auch die Männer, die mehr verdienen. Die Männer, die mehr verdienen. Wir haben in dieser Woche den Equal Pay Day, wo wir den Tag begehen, bis zu dem Frauen im Jahr 2013 arbeiten müssen, um im Durchschnitt genauso viel zu verdienen, wie ein Mann allein im Jahr 2012 verdient hat. Also die Einkommensunterschiede sind vorhanden und dieses Modell des Ehegattensplittings fördert eben, unterstützt finanziell die Form, wo eben wirklich einer, also der Mann viel und eine wenig verdient. Und da sagen wir, das ist nicht gerecht, das ist auch nicht modern, das hat nichts mit moderner Familienpolitik zu tun. Und auch diese grundgesetzliche Herleitung, dass man sagt, im Artikel 6 steht eben Förderung von Ehe und Familie. Ich glaube, das rechtfertigt nicht diese Ungleichbehandlung von dem Zusammenleben von Menschen, die füreinander Verantwortung übernehmen. Vielleicht muss man es auch einmal kurz erklären, Ehegattensplitting, was das überhaupt genau bedeutet. Es ist tatsächlich so, wenn ich verheiratet bin, mein Mann verdient so und so viel, die Frau verdient so und so viel, dann wird das sozusagen in einen Topf geworfen, durch zwei geteilt und dann zahlt jeder die Steuern. Und dadurch haben möglicherweise Familienvorteile. Trifft das vor allem tatsächlich die Gutverdiener? Ja, also ich würde sagen, die Reichen, die können ja durch die Statten dann, und das ist eben das Problem, wenn man kein Ehegattensplitting hat, dann wird die Ehefrau dann mit Vermögen ausgestattet und da hat sie ja dann auch ihre eigenen Einkünfte. Und gerade das wollte man ja verhindern, dass hier bei der sogenannten Übertragung von Einkommensquellen entsteht ja ein enormer Verwaltungsaufwand. Sondern man wollte davon ausgehen, also bei einer intakten Ehe, man auch eine unglückliche Ehe kann man, da haben Sie vollkommen recht, kann ja nicht das Finanzamt nachweisen. Also man bräuchte äußere Kriterien, um hier, und das ist eben die Voraussetzung der Zusammenveranlage, es sind formale Kriterien, unterstellt man einfach, dass hier alles geteilt wird. Und dann ist es so, wenn natürlich die beiden gleich verdienen, wie Sie es ja befürworten, dann ist der Splitting-Effekt natürlich null. Das heißt, es soll ja nur bei unterschiedlichen Einkommen entsteht dieser Splitting-Effekt. Aber das ist ja auch dann im Grunde genommen die Grundlage für die eheliche Gemeinschaft. Und da knüpft nun das Bundesverfassungsgericht zunächst mal an die Zugewinn, an den gesetzlichen Güterstand an. Das ist das erste Element. Also man ist ja, muss ja zum Zugewinnausgleich verpflichtet. Und dann zum Zweiten knüpft es an die Unterhaltspflicht zwischen den Eheleuten. Und das sind die beiden Hauptgründe,
die das Ehegattensplitting rechtfertigen. Und es ist natürlich, wenn man das jetzt genauer machen würde, zum Beispiel jede Lebensgemeinschaft, dann müsste man in Details einsteigen. Ja, leben die wirklich zusammen oder ist es eine reine Steuergemeinschaft? Also deshalb ist das Ehegattensplitting, lässt sich eben nur dann praktizieren, wenn man gewisse formale Kriterien, das ist nun mal die Ehe, und wenn dann man die erfüllt. Erfüllt, um überhaupt das steuerrechtlich und steuerpraktisch verwirklichen zu können. Frau Siems, ist es denn noch mal zu dem Zeitgemäßen, zeitgemäß zu sagen, wir fördern letztendlich auch etwas, wo eben doch meistens der Mann und eher die Frau weniger verdient? Da ist es ja schwer, einen Ausgleich zu kriegen, weil wenn es sozusagen sich erübrigt, wenn beide relativ gleich verdienen, dann ist es dann auch nicht mehr so spannend. Also zum einen ist es so, dass der Anteil der Haupternäherinnen auch steigt, also wo die Frauen die Haupternäherinnen sind, gerade auch in neuen Bundesländern, teilweise weil dann ein Partner arbeitslos ist und dann, das ist eben auch oft der Mann und dann die Frau das Ganze übernimmt. Also ich glaube, so festgefahren ist das Ganze nicht. Und zu sagen, wir haben jetzt seit vielleicht 20 Jahren etwa so, dass die Frauen in der Bildung ziemlich gleichgezogen haben, inzwischen sogar die Männer leicht überholt haben, das wirkt sich allmählich dann fort. Also die jungen Paare, das sieht man auch jetzt beim Elterngeldbezug, die handeln das schon anders aus, dass die Frauen eben nicht mehr sagen, ich ziehe mich ganz aus dem Beruf zurück, wie das im Westen zumindest über Jahrzehnte der Fall war. Also das heißt, die Alleinverdiener-Ehe, die ist bei uns trotz Ehegattensplittings längst auf dem Rückzug. Also die Mütter in Deutschland arbeiten zum hohen Anteil, also so, das ist nur noch Schweden, wo mehr Mütter, also wo der Anteil höher ist. Also das Ehegattensplitting hat das nicht verhindert. Nur offensichtlich ist es so, dass in Deutschland viele eben in der Tat sagen, Frauen, sie möchten Teilzeit arbeiten. Und dieses Modell ist auch wegen des Splittings überhaupt nur noch machbar, wenn wir zu der Individualbesteuerung gehen und sagen, jeder muss sein eigenes Einkommen versteuern, dann sind wir bald bei Verhältnissen, wie wir in Schweden haben, wo bis in die Mittelschicht hinein ein doppeltes, volles Einkommen notwendig ist, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und dann haben wir zumindest ein großes Problem für alle, die vielleicht auch mehr als ein Kind wollen, also zwei oder drei Kinder, weil das ist mit doppelter Vollberufstätigkeit sehr, sehr schwer zu verbinden. Aber wer momentan auch ausgenommen ist, sind beispielsweise Alleinerziehende. Wie sieht das für die aus? Also wenn ich jetzt, die haben ja auch keine Pflichten. Ja. Auch also ich meine, die haben naja, in der Anforderung jetzt einen Partner in schlechten Zeiten durchzuziehen. Aber muss im Zweifel das Kind durchkriegen, ja? Ja, das gibt ja die Kinderförderung. Gibt's ja. Reicht das denn? Ist das vergleichbar? Und Kinderfreibetrag aber ist das steht auch bei Alleinerziehenden da. Mhm. Also deshalb halten wir es ja auch für erforderlich, gerade mit dem Blick auf die Alleinerziehenden, dass wir das Ehegattensplitting auf alle Unterhaltsgemeinschaften erweitern. Das heißt, die Alleinerziehende mit einem Kind, dann wird diese Unterhaltsverpflichtung, die sie gegenüber dem Kind hat, wird dann eben berücksichtigt. Und dann ist es eben auch so, natürlich nicht paritätisch, weil das ist der Unterhalt ist ja nicht in Höhe der Hälfte des Einkommens. Aber ich halte es für sehr wichtig, dass in unserer Zeit eben auch die Alleinerziehende mit Kind einer Splitting-Regelung zugeführt ein Vorteil wird. Dadurch aber die meisten sind doch viel mehr begünstigt durch das Kindergeld heute, als sie durch ein Splitting, also gerade in diesen ganzen unteren und mittleren Einkommen richtig. Sind Alleinerziehende profitieren gar nicht vom Kindergeld. Aber vom Kindergeld profitieren Alleinerziehende. Das wird doch auf Hartz-IV-Leistung angerechnet. Und ja, das sind sie wiederum den die Anteil, nicht arbeiten, aber ich meine Anteil, jetzt die arbeiten. Sehen Sie sich den Anteil der Alleinerziehenden im Hartz-IV-Bezug an. Die profitieren, ein großer Teil von denen, über 40% profitiert davon nicht. Ja, aber sie haben nichts von der Geld. Nichts. Also ich meine, wir haben ja auch das Splitting ist auch keine Familienleistung. Deswegen wollen wir auch nicht nur einfach das Ehegattensplitting abschaffen und durch eine Individualbesteuerung ersetzen, sondern wir wollen das Geld, was dadurch frei wird, einsetzen also für wirkliche Leistungen Millionen für Familien Eheleute in Deutschland massiv in eine Steuererhöhung treiben. Das ist die Folge. Wenn Sie das Ehegattensplitting abschaffen, gibt es eine massive Steuererhöhung für alle, die verheiratet sind, die sich darauf auch eingestellt haben. Und das auch im mittleren Bereich, nicht bloß bei den hohen Einkommen, sondern auch im mittleren und unteren Bereich. Und deswegen ist das Ehegattensplitting auch aus Steuergerechtigkeitsgründen ein Muss. Aber es ist doch nicht steuergerecht. Aber, Ehepaare mit Kindern, die gleich viel verdienen, haben nichts vom Splitting. Auch für die Alleinerziehende die viele Leistungen.
Kindergeld, Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Elterngeld, Betreuungsgeld, Ausbau der Kindertagesbetreuung. Massiv investieren wir dort hinein. Beitragsfreie Mitversicherung der Kinder. All das sind Familienleistungen, die den Kindern zugutekommen. Dazu brauchen sie nicht das Ehegattensplitting. Und das meiste Geld pro Kopf gibt der Staat ja für Hartz-IV-Kinder aus. Also der Regelsatz für Hartz-IV-Kinder ist ja höher als das Kindergeld. Und insofern, also da zahlt ja der Staat den gesamten Unterhalt. Und da kann man ja nicht sagen, irgendwie, das ist so wenig, dass man anderen sozusagen die Vergünstigung nehmen muss, die lediglich sicherstellt, dass man nicht über Gebühr besteuert wird. Also es geht ja bei dem einen um das selbstverdiente Geld, worauf der Staat eben schielt in dem Fall, wenn es abgeschafft würde. Also es ist gut, dass Sie jetzt gerade Hartz IV zitiert haben. Ich möchte es einfach nur mal einen ganz einfachen Beispiel. Ein Junggeselle hat 60.000. Dann heiratet er, genießt das Ehegattensplitting, dann wird schon mal seine individuelle steuerliche Leistung halbiert, indem beide 30.000 haben, auch unterhaltsrechtlich. Und daraus ergibt sich dann ein Vorteil. Verdienen sie gleich, ist der Splitting-Effekt null. Dann, wenn sie aber jetzt gerade die Familie mit 8 Kindern von die bei Maischberger vorgestellt worden ist, wenn Sie die nehmen, dann sind die 60.000 sind dann praktisch pro Person nach dem Grundsatz der Individualbesteuerung nur noch 6.000 und dann sind Sie bei Hartz IV. Quasi 8 Kinder, 2 Erwachsene. Dann sind Sie bei Hartz IV und deshalb muss natürlich das Steuerrecht auch in diesem Punkt abgestimmt werden mit dem Sozialrecht. Das heißt also, man muss im Grunde genommen, es geht nicht an, dass also Steuern bezahlt werden und trotzdem kriegt dann jemand noch Hartz IV. Und gerade die Vorstellung, dass man immer nur den Verdiener ins Blickfeld nimmt und sagt, das andere, das soll dann keine Rolle spielen, das führt ja gerade zu dieser sehr starken Verzerrung der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit per Personenmehrheiten. Sie haben gerade das Beispiel mit den 8 Kindern genannt. So viele Familien mit 8 gibt es nicht, aber es gibt diese Fälle natürlich. Aber es gibt, ich will noch mal zu den Alleinerziehenden, tatsächlich den Fall, da ist eine Frau möglicherweise geschieden, hat ein Kind, lebt alleine, hat möglicherweise einen Mann, der den Unterhalt nicht unbedingt zahlen kann, hat einen neuen Partner. Die kann dann von diesen ganzen Sachen nicht profitieren im Ehegattensplitting. Sie müsste dann heiraten und hätte dann etwas vom Ehegattensplitting, aber von allen anderen Leistungen, die wir ja für Familien bringen, hat sie selbstverständlich etwas. Ja, man muss aber, glaube ich, wirklich jetzt mal genau unterscheiden. Weil das ist die Realität in Deutschland, sage ich mal. Über welche Familien sprechen wir? Es sind meistens Familien ohne Kind, die verheiratet sind möglicherweise mit einem Kind. Viele sind nicht verheiratet, leben zusammen, haben möglicherweise ein oder zwei Kinder. Die allermeisten Kinder in Deutschland leben mit ihren verheirateten Eltern. Also das dürfen wir. Wir können hier in Berlin, haben wir besondere Verhältnisse. Berlin ist sozusagen die Hauptstadt derjenigen, der, wenn es so heißt, modernen Form irgendwie die meisten Alleinerziehende, das stimmt, hier in Berlin jedes vierte Kind, aber das ist sozusagen nicht gesamtdeutsch. Also es ist schon noch so, dass 78% der Kinder, das sind fast 4 von 5 Kindern, lebt mit seinen verheirateten Eltern. Und je mehr Kinder in einer Familie sind, desto häufiger sind die Eltern verheiratet. Das ist schon so und es sind auch die stabilsten Formen. Also es ist die nicht eheliche Lebensgemeinschaft ist nicht so stabil, statistisch gesehen, auch wenn es die Zahl der Scheidungen gestiegen ist. Also es gibt sozusagen schon noch ein Stabilitätsphänomen hier. Aber nochmal, wir haben natürlich die anderen Fälle, aber es ist so, die alleinerziehende Mutter, das sehe ich völlig ein, dass die in einer anderen Situation ist, vom Ehegattensplitting nicht profitiert. Aber nochmal, sie hat auch nicht das Risiko, mit dem man in einer verheirateten Beziehung lebt, dass eben der eine Partner ausfällt. Also in den schlechten Zeiten, wie es immer so schön heißt. In den guten Zeiten ist das Ehegattensplitting vielleicht der Sonnenschein. Aber es gibt eben auch die andere. Seite. Und bei nicht-ehelichen Partnerschaften kann man dann sagen, okay, das war's jetzt, ich gehe und der Staat ist sofort
dann, das tut er bei Alleinerziehenden ja, da sieht man ja, was da fehlt eigentlich. Da muss der Staat sofort unterstützen bei 40% der Alleinerziehenden, gerade weil eben weil man auf einem Bein sozusagen steht. Bei Ehepartnern ist der seltenste Fall, dass man von Hartz IV abhängig wird, weil einer von beiden in der Regel Einkommen erzielen kann und es dann auch tut. Also das ist sozusagen aus Sicht der Gesellschaft auch der Hintergrund. Und Alleinerziehende glaube ich nicht, dass man die über ein Splitting eher fordert. Da muss man sich fragen, ist die Kinderförderung, die wir haben mit dem Kindergeld, was ich übrigens für sehr effektiv halte, also gerade verglichen mit dem Splitting, was wir in Frankreich haben. In Deutschland ist die Kinderarmut, also das Kind nicht sehr viel zum Leben hat, deutlich geringer als in Frankreich. Und man sagt, das Kindergeld halbiert diese Quote. In Frankreich gibt es eine Art Familiensplitting, wo es tatsächlich so ist, dass man ab dem dritten Kind sogar eigentlich fast gar keine Steuern mehr zahlen muss. Ich bin der Meinung, klar, ich bin natürlich auch für Kindergeld. Nur mir geht es auch darum, dass wir systematische Klarheit haben. Ein Kindergeld ist eine Subvention. Und ich halte es für falsch. Zum Teil, ne? Bei uns hat man das ja so ein bisschen vermischt. Ja, und das halten wir für falsch. Ja, wir müssen die Familie, der Gesetzgeber muss sich entscheiden. Mit dem Kindergeld wird eine Subvention gewährt. Und dann kann ich nicht den Kinderfreibetrag wegnehmen, weil das nämlich das Kinderexistenz im Steuerrecht ist. Wir plädieren dafür. Es muss die Steuerfreiheit durch den Kinderfreibetrag im Steuerrecht gewährleistet sein und dann noch zusätzlich das Kindergeld. Gerade bei den Familien mit vielen Kindern braucht man das auch. Und so haben wir immer eine Situation, dass Verzerrungen eintreten und deshalb gerade diese Verknüpfung von Kindergeld und Kinderfreibetrag eben nicht zu einer wirklich fairen, gerechten Behandlung der Familie durch Steuerrecht und durch Subventionen. Da ist das Stichwort Gerechtigkeit. Genau, das ist nämlich genau das Problem. Also ich als Bundestagsabgeordnete profitiere vom Kinderfreibetrag. Mhm. Der liegt aber deutlich höher, wenn ich ihn voll ausschöpfen kann, als das Kindergeld. Und diejenigen, die es am dringendsten bräuchten, nämlich Hartz-IV-Empfängerinnen, Hartz-IV-Empfänger, bekommen das Kindergeld angerechnet. Das heißt, die bekommen es nicht obendrauf. Und das finde ich die Grundfrage, auch wenn wir über Ehegattensplitting oder die steuerliche Förderung von Familienmodellen sprechen, ist es gerecht? Und ich wollte noch mal zu dieser Anzahl der Geburten auch noch mal was sagen. Es ist Fakt, dass die Zahl der Kinder, die in Ehen geboren werden, abnehmen und dass die Zahl der Kinder, die in eheähnlichen Gemeinschaften, in Lebensgemeinschaften geboren werden, zunimmt. Und viele heiraten später aber doch noch. Die heiraten vielleicht später, andere Ehepaare lassen sich scheiden, auch nach der Geburt der Kinder. Also ich finde einfach, deshalb sollte man steuerliche Förderung nicht davon abhängig machen, ob es einen Trauschein gibt oder nicht, sondern ob Partner füreinander, für Kinder oder für pflegebedürftige Angehörige Verantwortung übernehmen. Und dafür muss der Staat das wenige Geld, was da ist, effektiv einsetzen. Und ich finde einfach, in der Frage hat sich das Ehegattensplitting überlegt. Moment, darf ich das vielleicht noch mal sagen? Da wird immer von steuerlicher Förderung gesprochen. Das ist einfach falsch. Das ist auch nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts falsch. Die haben 1982 hat es klar gesagt, das ist keine Steuervergünstigung, sondern es wird der Zustand einer intakten Ehe berücksichtigt erstens durch die Zugewinngemeinschaft, hat das Bundesverfassungsgericht herangezogen, und zweitens durch das Aufteilen des erwirtschafteten Einkommens. Aber nochmal, das ist jetzt schon einige Jahrzehnte her, dass das sozusagen so festgelegt wurde. Ja, und darf ich dazu noch sagen? Einen Moment, Deutschland hat natürlich tatsächlich auch das Problem, dass zu wenig Kinder geboren werden. Ja. Und möglicherweise für Paare, die sagen, ich möchte nicht heiraten, aber ich hätte gerne vielleicht 5 Kinder, wäre es doch förderlich, wenn die wüssten möglicherweise, ich könnte durch ein Familiensplitting profitieren. Ja, aber die ja dann nicht verheiratet sind, die haben ja auch nichts vom Familiensplitting. Also Sie müssen schon irgendwo eine Verbindung eingehen. Nicht verheiratet. Ich spreche jetzt von tatsächlich einem Paar, nicht verheiratet, 5 Kinder, was ja durchaus möglich ist. Die kriegen die komplette Leistung an Familienförderung, an Kinderförderung. Aber das ist die Frage der Gerechtigkeit. Aber die können in dem Fall, wenn der eine Partner... Deswegen muss ich doch das Ehegattensplitting nicht abschaffen. Also ich verstehe den Ansatz nicht. Ja, beim Ehegattensplitting habe ich den Vorteil, dass ich meine Steuerlast sozusagen teilen kann und dadurch einen Vorteil habe, wenn ich nicht verheiratet bin. Es ist kein Vorteil. Nein, es ist gut, aber das sozusagen splitten kann und als Familie kann ich es nicht. Darüber diskutieren wir ja. Das Ehegattensplitting ist vorgegeben, auch von der Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht, als ein Ausgleich dafür, dass Sie als Wirtschaftsgemeinschaft gesehen werden. Aber das kann auch passieren, wenn man nicht verheiratet ist. Nein, wenn Sie es abschaffen, haben Sie folgende Situation. Wenn Sie das Ehegattensplitting abschaffen, hat ein Ehepaar
letztendlich eine höhere Steuerlast als ein unverheiratetes Ehepaar, das daneben steht. Mhm. Und das kann ja wohl nicht sein. Aber denn das Ehepaar hat Verpflichtungen. Was auch die CDU durchsetzen wollen würde, wenn ich es richtig verstanden habe, wäre es für beide. Also sowohl das Ehepaar als auch eine Lebenspartnerschaft dürfte sozusagen dieses Splitting machen. Nein, also das Familiensplitting ist ja in der Diskussion. Da gibt es ja dann das Realsplitting, das in der Debatte ist. Es gibt das Pauschalsplitting. Der Teufel steckt hier im Detail. Und ich kann im Moment nicht erkennen, dass man aus diesem System, das wir jetzt haben, zwingend aussteigen müsste. Insbesondere das Ehegattensplitting ist nicht anzutasten. Aber nochmal, das Familiensplitting würde doch für Ehepartner gelten und auch für Lebensgemeinschaften. Das ist nicht gesagt. Oft wird gesagt, dass das Ehegattensplitting. Es werden verschiedene Modelle. Das ist aber das meist diskutierte im Moment. Kann man nicht sagen. Also auch in Frankreich gilt es nur für Ehepaare. Und dann haben die Franzosen etwas, was es in Deutschland nicht gibt, nämlich die Eheleid. Das ist so das, was wir hier unter Homo-Ehe haben, aber haben diese Form, also die Lebenspartnerschaft, auch für Gleichgeschlechtliche. Also so jemand, der zwar zum Standesamt geht, aber sich nicht voll entschließen will, für den anderen in jeder Lebensphase einzustehen, sondern eben so eine Zwischenlösung. Das ist die Frage, also bei uns ist ja gerade die Diskussion, sollen wir die gleichgeschlechtlichen Partnerschaften gleichstellen? Und ich halte auch nichts von so einem Zwitter, so einem dazwischen, sondern die Ehe ist eben ein Vertrag, der sehr langfristig bindend ist. Und da gilt auch für Sie die Homo-Ehe dazu und deswegen auch da ich würde sie gleichstellen. Und ich glaube auch, dass das Bundesverfassungsgericht das im nächsten Jahr tun wird. Die alle Zeichen schade, deuten dass man erst auf dieses Urteil wieder wartet, bevor man handelt. Ja, das ist ja auch konträr zu Ihrer Partei. Da sagen Sie, Sie gehören zu den 13, die sagen tatsächlich, wir sollten auch Ehegattensplitting für Homosexuelle einführen. Richtig, aber auch begrenzt auf das Steuerrecht. Mhm. Ich sage nicht, dass eine völlige Gleichstellung zu Eheleuten passieren sollte. Deswegen gibt es auch keine Homo-Ehe. Es ist eben keine Ehe. Der Begriff ist nur eben irgendwie so populär. Es ist eine gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft. Es ist etwas anderes. Und ich kann mir zum Beispiel auch keine Volladoption in diesem Bereich vorstellen. Aber was richtig ist, wenn ich jemand Pflichten auferlege, dann muss ich ihm auch die gleichen Rechte wie den vergleichbaren Partnerschaften geben. Und deswegen halte ich die Gleichstellung im Steuerrecht hier für richtig. Warum wartet man wieder das Bundesverfassungsgericht ab, wie auch beim Adoptionsrecht? Gut, beim Adoptionsrecht war es ein bisschen anders. Da ging es ja um die Sukzessivadoption, auch nicht um die Volladoption. Trotzdem hat man, da hätte man vorher schon was regeln. Es gibt jetzt eine Entscheidung in der Fraktion, auch mit dem Koalitionspartner, dass wir zunächst die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts abwarten. Die wird auch in den nächsten Monaten getroffen. Und dann ist auch noch genug Zeit für den Veranlagungszeitraum 2013, die entsprechenden Ergebnisse umzusetzen. Also war schwer, sich durchzusetzen. Da drängt die Zeit jetzt nicht. Wie gesagt, wir haben noch das ganze Jahr Zeit. Es geht um den Veranlagungszeitraum 2013. Das können wir notfalls noch im Dezember regeln. Also sind Sie guter Dinge, dass das Bundesverfassungsgericht in Ihrem Sinne entscheidet? Ich warte ab. Also ich möchte noch mal darauf zurückkommen. Man braucht ja, wenn man eine Splitting als reine Steuervorteilslösung, als Steuer verneinen will, braucht man eine Rechtfertigungsgründe. Und die gibt es eben dann zunächst mal in der Ehe. Das sind eben, wie gesagt, Zugewinngemeinschaften und zweitens die gesetzliche Unterhaltsverpflichtung. Und das ist eine Basis, natürlich auch zum Beispiel die Lebenspartnerschaft zu rechtfertigen und einem Splitting zu beteiligen im Umfange der gesetzlichen Unterhaltspflicht. Mhm. Und soweit ich mich in diesem Rechtfertigungsrahmen, also Familienrecht, das wäre Zugewinngemeinschaft, und Unterhaltsrecht, soweit ich mich in diesem Rechtfertigungsrahmen bewege, habe ich es nicht mit einer Steuervergünstigung zu tun. Natürlich kann ich zusätzlich, sind der Meinung, sollten wir gerade die Schwächeren natürlich fördern durch Kindergeld. Also zum Beispiel ein Einkommensmillionär braucht eigentlich kein Kindergeld. Wir sollten das Kindergeld konzentrieren auf die Schwächeren, sodass gerade die... Der kriegt doch auch gar keins, der kriegt den Freibetrag. Da ist lediglich sichergestellt, dass das steuerliche Existenzminimum auch bei Kindern, genau, so wie bei jedem Erwachsenen, freigestellt wird. Also der Einkommensmillionär kriegt kein Kindergeld. Ja, richtig, der hat den Freibetrag. Aber es müsste nach unserer Meinung eben beides. Es müsste also zum Beispiel, es müsste also sowohl der Freibetrag und zusätzlich bei den eben den schwachen, den finanzschwachen Familien, jetzt gerade müsste noch ein entsprechendes Kindergeld, und das kann auch höher sein. Wir müssen immer nur bei der Rechtfertigung von Normen genau unterscheiden, was machen wir eigentlich? Fördern wir oder verwirklichen wir
die gleichmäßige Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Und da sehe ich in der Tat eine Lücke bei der Alleinerziehenden, die ja immerhin Unterhaltsverpflichtungen gegenüber ihren Kindern hat. Und da meine ich schon, dass es wichtig ist, die Gemeinschaft der Alleinerziehenden, die ja Unterhaltsverpflichtungen hat, auch mit einzubeziehen in das Ehegatten. Das wäre dann ein Schritt eben hin zum Familiensplitting. Mhm. Wenn wir uns sozusagen Ihr Modell mal anschauen, wenn wir jetzt von den Hartz-IV-Familien absehen, sondern tatsächlich die Familien nehmen, die arbeiten, wo der Mann arbeitet, die Frau möglicherweise auch beide. Wie könnte denn da die Förderung aussehen? Also, was wäre die Alternative? Also wir wollen ja nicht einfach, das war ja vorhin die Kritik des Kollegen, den Ehepaaren irgendwas wegnehmen, sondern wir wollen, wie ich am Anfang schon sagte, Verantwortungsübernahme für andere Menschen, für Kinder, für pflegebedürftige Familienmitglieder fördern. Das kann auf unterschiedlichsten Gebieten erfolgen. Das Kindergeld ist eins davon, also wo man sicherlich rangehen könnte und wo auch wir vorschlagen, dass man einen Teil der Einsparungen oder der Mehrgewinne aus der Abschaffung des Ehegattensplittings nehmen könnte, um das Kindergeld anzuheben. Es muss dann aber auch, das muss ich schon dazu sagen, auch wirklich bei allen ankommen und nicht bei den bei der untersten Gruppe der Einkommen. Was haben die davon, die keine Kinder haben? Und die tatsächliche Abrechenbarkeit zum Beispiel von Kosten für Kinderbetreuung. Also ich kann die Kosten der Kinderbetreuung für meine beiden Kinder steuerlich absetzen. Das kann aber jemand mit einem geringeren Einkommen nicht, weil er gar nicht so viel Steuern zahlt. Mhm. Und ich finde schon, dass es ein Entgegenkommen wäre den Familien, wenn solche tatsächlich entstehenden Kosten auch für die Pflege von Angehörigen abgerechnet bzw. Ersetzt werden können. Das wären Vorschläge. Jetzt werden die Kinderlosen sagen, was ist denn mit uns? Ja, die Kinderlosen, da sind wir wieder bei der Verantwortung. Das wurde ja vorhin begründet, warum es bei der Ehe bleiben soll. Für wen übernehmen die Verantwortung? Also die sind nicht verheiratet, haben keine Kinder, die haben nur für sich selbst Verantwortung, die werden auch nur für sich selbst besteuert. Insofern wüsste ich nicht, es gibt genügend andere Dinge, wie man denen entgegenkommt. Aber da brauchen wir jetzt keine Familienleistungen ihnen entgegenzubringen. Sie haben ja keine direkte Verantwortungsübernahme. Mhm. Wobei im Steuerrecht geht es ja jetzt nicht um irgendwelche soziale Verantwortung, sondern es geht um Minderung steuerlicher Leistungsfähigkeit. Ja, das ist die Frage, da geht es wieder um Gerechtigkeit und da geht es wieder tatsächlich darum, wo zieht man das Striche? Also wenn wir jetzt ein Paar haben, das nicht verheiratet ist, trotzdem sozusagen zusammenlebt, Verantwortung füreinander möglicherweise übernimmt, der eine wird krank, kann nicht arbeiten, ich zahle für den vielleicht weiter, warum soll der dann nicht mehr profitieren können? Ja, das Gesetz, also Steuerrecht muss eben an konkrete rechtliche Verpflichtung anknüpfen. Sonst wird das zu sehr, ist das zu sehr missbrauchsanfällig. Deshalb brauchen wir, wie zum Beispiel bei den Homosexuellen, hat ja die Lebenspartnerschaft, die sind ja gegenseitig unterhaltsverpflichtet. Und die haben die Bindung. Und da halte ich es für richtig, dass die Homosexuellen, die ja gegenseitig und nach dem Gesetz, nach dem Zivilrecht unterhaltspflichtig sind, dass die so eine Splitting-Regelung genießen können. Wäre dann eine Alternative zu sagen, wir machen das wie in Frankreich, dass man sozusagen diese Unterhaltspflicht auch eingeht, aber eben auch eine Ehe leiht? Also ich wüsste nicht, was der Grund ist. Also so mir ist es nicht ganz einleuchtend, warum die Franzosen das beispielsweise eben auch für heterosexuelle Paare haben. Ich glaube, da war es auch so, dass man diesen Schritt der Gleichstellung von homosexuellen Paaren gescheut hat. Man sieht ja auch jetzt, derzeit gibt es große Proteste, weil es um Adoptionen dort geht, also dass es keineswegs in der Bevölkerung so ist, wie das oft in der Politik oder auch in den Medien so suggeriert wird, dass alle damit in der Bevölkerung schon ihren Frieden geschlossen haben. Es ist die Bevölkerung ist in vielen Teilen da noch konservativer oder man kann sagen, eben noch nicht so weit oder hat es noch nicht so akzeptiert, wie das in vielen Großstädten ganz selbstverständlich ist. Also deswegen kann ich auch durchaus verstehen, dass es in der Union da diesen Prozess noch gibt, dass man sich darüber sozusagen noch austauscht, bis man dann so weit ist und sagt, okay, wir sind in der Gesellschaft sozusagen jetzt auch da angekommen. Aber dass einem das nicht immer so ganz leicht fällt, also so in allen Teilen und auch bei der Schwester, bei der CSU. Aber nichtsdestotrotz ist es diese Zwischenlösung, also es gibt in Deutschland die Möglichkeit, diesen Vertrag einzugehen, Ehe zu schließen, sich zu verpartnern. Und dann, finde ich, muss es nicht was dazwischen geben. Und dieser Weg, wie gesagt, der muss allen offen stehen. Er steht allen nicht verheirateten Paaren, also gleich heterosexuellen Paaren, offen. Und da verstehe ich dann auch immer nicht, wieso man dann so argumentiert, dass das so eine Zumutung ist. Es geht eben wirklich darum,
langfristig Verantwortung zu übernehmen und das eben auch schwarz auf weiß zu bekunden, gut, wo man dann nicht einfach auch, dann sich dann... Scheidung ist die Frage, wie langfristig... Ja, aber, nee, aber man kann nicht so einfach da raus, auch teilweise ja auch nicht nach einer Scheidung. Also so, wenn einer pflegebedürftig ist, dann kommt man aus der Nummer nicht raus. Also kann man sich scheiden lassen, das ist dann, der Staat sagt dann trotzdem, die Verantwortung hast du weiterhin. Während wenn man nie geheiratet hat, dann kann man einfach die Tür zumachen und sagen, das interessiert mich nicht mehr. Und das ist, glaube ich, schon der große Unterschied, warum eben der Staat ein Interesse eigentlich dran haben muss, die stabile Form auch anzuerkennen und auch hin und zu nehmen, das ist eine Wirtschaftsgemeinschaft. Will die CDU nun, einige Teile wollen eben das Familiensplitting, das vor allem deswegen einführen, um nicht sagen zu müssen, gut, wir würden dann sozusagen den homosexuellen Lebenspartnerschaften diesen Bonus in Anführungsstrichen auch zugestehen? Wäre das sozusagen die Hintertür, die man nimmt? Mag vielleicht für den einen oder anderen eine Motivation sein, aber das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Wir sind die Familienpartei. Die meisten Familienleistungen, die eingeführt wurden und die erhöht wurden, wurden unter der Ägide der CDU-CSU eingeführt. Gerade zu Beginn der Legislaturperiode noch mal massiv Kindergeld und Kinderfreibetrag erhöht. Knapp 5 Milliarden Euro, die wir da reingesteckt haben. Jetzt den massiven Ausbau der Kindertagesbetreuung, das Betreuungsgeld als Kehrseite der Medaille. All diese Maßnahmen kommen Familien zugute. Deswegen, aber man wundert sich schon, warum auf einmal doch Familiensplitting in Frage käme, weil das kam auch vorher nicht unbedingt in Frage. Na gut, wir diskutieren das eigentlich seit Jahren. Viele blicken nach Frankreich und sagen, dort haben wir eine höhere Geburtenrate. Liegt es vielleicht an diesem Familiensplitting? Glaube ich persönlich nicht. Am Geld liegt sowieso meistens nicht. Beim Fußball sagt man ja, Geld schießt keine Tore. Ähnlich verhält es sich bei der Familienpolitik. Geld macht keine Kinder. Wir müssen das Umfeld in der Gesellschaft, glaube ich, etwas ändern, wieder kinderfreundlicher werden. Am Geld alleine jedenfalls wird es nicht liegen. Aber wie kinderfreundlich ist es, wenn man dann tatsächlich sagt, wir machen diese großen Unterschiede zwischen Ehepartnern und Lebenspartnerschaften? Ja, weil das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Also die Ehe und das Ehegattensplitting ist keine Familienförderung. Es kommt Ehegatten zugute aufgrund der schon genannten steuerlichen Struktur, weil sie als Wirtschaftsgemeinschaft genommen werden. Für die Familienförderung, für die Kinder haben wir ungefähr 150 Maßnahmen, die wir ja gerade evaluieren und mal prüfen auf ihre Werthaltigkeit. Die kosten ungefähr auch genauso viele Milliarden, nämlich je nach Rechnung zwischen 130 und 200 Milliarden jährlich, die Deutschland ausgibt für Familienförderung. Ich glaube, kein Land auf der Welt gibt ähnlich viel aus. Und wir alle sehen die Geburtenrate. Und da müssen wir drüber nachdenken, deswegen diese Evaluation, die wir jetzt demnächst abschließen, ob wirklich diese ganzen Leistungen, dieser über 150 Familienleistungen so effektiv sind und das Geld auch wert sind, dass also sie kosten. Also heißt es, dass Sie da gern kürzen würden? Nein. Wenn man auf Effektivität schaut oder auf Notwendigkeit schaut? Na, die Frage ist, ob wir mit der Gießkanne arbeiten oder ob wir zielgerichteter vorgehen können. Und da hat sich doch in den letzten Jahrzehnten, denke ich, einiges an Wildwuchs auch aufgebaut. Mhm. Und vielleicht kann man die Leistungen Fürchten besser konzentrieren. Fürchten Sie jetzt schon den Abbau, Also zu diesen sogenannten familienpolitischen Maßnahmen gehört, da zählt ja auch das Ehegattensplitting rein. Es ist in dieser Summe mit drin. Und deshalb fürchte ich nicht, dass da das eine oder andere abgebaut wird. Auch das Betreuungsgeld zielt ja von der Richtung her in genau dieselbe Stoßrichtung, die Förderung der Familie, der Ehepaare, wo einer viel verdient, die andere es sich leisten kann, zu Hause zu bleiben, sich um die Kinder zu kümmern. Denn mit dem Betreuungsgeld, was bis zu 2 Milliarden Euro jährlich kosten soll, sollen ja Kinder davon abgehalten werden, in die öffentlich geförderte, teure, vom Staat unterstützte Kinderbetreuung gebracht zu werden. Und da habe ich gar keine Angst, dass da auch wieder was abgebaut wird, wenn es eine ehrliche Evaluation gibt und man sagt, also weder mit dem Ehegattensplitting noch mit dem Betreuungsgeld wird hier das Kindermachen gefördert, dann kann man aber da gerne mal eingreifen. Der Familienlastenausgleich ist doch sehr viel mehr als Bevölkerungspolitik, sondern es geht ja auch stark darum, dass Kinder eben nicht zum Armutsrisiko werden. Also man muss sich mal vorstellen, wo wir als Gesellschaft wären, wenn wir kein Kindergeld und keine Freibeträge hätten. Dann wäre es nämlich tatsächlich so, dass ein gut verdienendes Paar, was 2, 3 Kinder hat, ganz unten landen würde. Also es geht auch darum, dass die Gesellschaft
die hohen Kosten, die es bedeutet, Kinder großzuziehen. Und im Schnitt geben Eltern pro Kind 550 Euro im Monat aus. Also deutlich mehr als das Kindergeld. Ein Großteil dieser Kosten bleibt bei den Eltern, finde ich auch durchaus zu Recht. Aber eben, das muss man einfach sehen. Also das heißt, die Leistungsfähigkeit ist da extrem gemindert. Mhm. Und das soll der Familienlastenausgleich ausgleichen. Wir reden erst seit ein paar Jahren darüber, ob man mit Familienleistungen die Kinder, die Geburtenrate anheben kann. Ich bin da auch sehr skeptisch, weil ich eben auch glaube, dass es ein sehr langfristiger Prozess ist und dass da sehr, sehr viel dazu gehört. Und wahrscheinlich im Vergleich mit Frankreich wir Jahrzehnte zu spät damit anfangen. Also Frankreich tut das seit vielen Jahren und gibt mal abgesehen davon 50% mehr aus. Also sowohl an Geldleistung als auch an Infrastruktur. Also wenn, dann müsste man noch mal richtig in die Vollen gehen. Aber ich glaube, selbst dann ist das nicht der entscheidende Teil. Also es ist einfach so, es ist auch in Deutschland gar nicht mehr so en vogue, irgendwie Großfamilien zu haben. In Frankreich durchaus. Da hat man die Familie mit 5 und 6 Kindern. Die gibt es bei uns wirklich nur noch eine Minderheit. Und ich glaube nur eben, worüber wir hier diskutieren, ist also ein Runterfahren von Freibeträgen, von Geldleistung für Kinder und für das Abschaffung des Ehegattensplittings soll die Wahlfreiheit in Familien abschaffen. Also es geht darum, dass wirklich Frauen und Männer gleichermaßen am Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, so wie es in Skandinavien das Modell ist. Also da ist es üblich, dass beide voll verdienen, weil man sich's anders nicht leisten kann. Also bis rein in die Mittelschicht reicht ein Einkommen nicht, um eine 4-köpfige Familie zu ernähren und auch nicht mit einem halben Teilzeitjob, sondern selbst wenn man Arzt ist, ist es selbstverständlich, dass die Frau auch vollberufstätig ist. Beide sagen, wir wollen einfach beide arbeiten, nicht nur das aus ist das finanziellen Gründen. Dem hindert, also das wird ja nicht verhindert, aber heutzutage ist es offensichtlich in Deutschland ein sehr attraktives Modell, dass einer zumindest teilweise sich Zeit für die Kinder nimmt und ob das der Mann oder die Frau ist, wird im Steuerrecht erstmal nicht vorgeschrieben. Nur wenn wir das abschaffen, dann gibt es diese Wahlfreiheit nicht mehr. Und das ist ein System, Sie, was ich beide ziemlich... Jetzt werden aber doch Paare, die sich die Erwerbsarbeit und die Verpflichtung für die Kinder gleich teilen, werden doch benachteiligt. Nein, sie werden nicht. Sie werden genauso besteuert, wenn sie das gleiche Familieneinkommen erzielen, werden sie genauso besteuert. Das heißt, da ist der Fiskus völlig neutral. Er guckt nicht danach. Das interessiert den Fiskus nicht, aber sie zahlen unterm Strich die gleichen Steuern. Darauf kommt es doch an. Und ich finde, das andere ist ein Modell, wo gesagt wird, ihr habt das Gleiche zu verdienen. Das ist nicht richtig. Ich glaube, was hier auch Sie noch darauf hingewiesen haben, was vollkommen richtig ist, das Splitting ist deshalb auch eine moderne Regel, weil es ja neutral ist. Es geht um Ehegatten. Das heißt also, es gibt ja auch viele Frauen, die sind sehr tüchtig, erfolgreich und der Mann studiert noch. Und da ist auch das Ehegattensplitting sehr wichtig und auch eine sehr moderne Form der Berücksichtigung der individuellen Leistungsfähigkeit. Weil also eine Frau muss im Grunde um 2 Personen ernähren. Und das wird ja gleichgestellt, und Sie haben das vollkommen richtig jetzt herausgestellt, wie Ehepaare, die genau das Gleiche verdienen. Dann habe ich im Effekt, und deshalb finde ich solche Regeln wichtig, denn sonst haben wir zu große Verzerrungen. Und es ist auch, wenn ich praktisch den strengen Grundsatz Individualbesteuerung und ich berücksichtige die Verteilung des Einkommens nicht, dann habe ich eine zu harte Besteuerung dieser einzelnen Person. Also wenn ich das Splitting abschaffe, dann wird der Einverdiener wird dann dramatisch hoch besteuert und zwar eben im Widerspruch zu seiner wirklichen Leistungsfähigkeit. Und wir müssen einfach das Ziel haben, wirklich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit korrekt zu erfassen, wobei die natürlich begrenzt wird durch 2 Elemente. Das erste Element ist, wir können nicht jede nicht-eheliche Lebensgemeinschaft aufweilen, weil das zu gestaltungsanfällig ist. Das heißt, wir brauchen klare Kriterien wie Ehe etc. Und wie die Lebenspartnerschaft bei Homosexuellen, die ja auch zivilrechtlich klar geregelt ist. Und wir brauchen eben zum Zweiten auch die Zahl der Kinder sozusagen. Das ja, ist, bei, und bei den Kindern meine ich, das sind einfach Rechtfertigungslücken, das sind einfach Lücken, gerade bei der also ich habe ja immer dafür plädiert, die Alleinerziehende, dass sie auch an einer Splitting... Die Alleinerziehenden sollen auch irgendwie mit berücksichtigt werden. Sie sagen, man braucht es nicht wirklich, aber wir werden schauen, was passiert, wofür sich die CDU, aber nicht bei dem Familien. Herzlichen Dank für die Diskussion hier in der Phoenix-Runde. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen Abend wieder. Tschüss.